Jetzt habe ich mal kurz zusammengerechnet, wie teuer alles war hier, die Renovierung. Schon viel, aber wir haben halt hier auch sehr hochwertiges Material eingebaut. Wir haben Echtholzparkett, Eiche, wir haben nagelneue Dachfenster und auch, was wir auch immer noch machen, ganz am Ende von jeder Renovierung, ich zeige euch mal das noch hier drin. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Heilbronn. Jetzt zeige ich euch eine Fix-and-Flip-Wohnung, die wir vor kurzem auch verkauft haben. Wir gehen jetzt gleich nach oben in die Wohnung. Ich zeige euch alles, wie wir die renoviert haben, was für Sachen da eingebaut wurden. Und wenn du wissen willst, wie teuer alles war, dann bleib dran. Fangen wir hier unten an. Wir sind jetzt eben durch die Tiefgarage rein. Hier ist Tiefgaragenstellplatz. Einer von den beiden ist mit dabei. Und hier haben wir einen neuen Parkett verlegt. Das ist Spaß, nee, hier haben wir gar nichts gemacht. Einfach Besen rein, wird es übergeben und jetzt geht es weiter nach oben. Da haben wir einiges gemacht. So, willkommen in der Wohnung, die wir hier komplett in einem richtig schlechten Zustand eingekauft haben, alles renoviert haben und jetzt auch verkauft haben erfolgreich. Der Notartermin war schon, aber noch nicht die Übergabe. Das Baujahr des Hauses ist so 95, 96. Deswegen sind die Türen, Elektrik und Wasserleitungen auch sehr gut noch gewesen. Und wir haben nur so die anderen Sachen renoviert. Wir gehen jetzt mal hier durch, zeige euch so die Wohnung ein bisschen und sage auch ein bisschen was zu den Renovierungskosten, dass ihr so einschätzen könnt, wie viel sowas kostet in dem Baujahr, eine Wohnung zu renovieren und wie es dann auch am Ende ausschaut. So, fangen wir mal an in der Küche drüben. Herzlich willkommen in der Küche. Hier ist auch eines schon der größten Kostenpunkte, das Dachfenster. Wir haben hier drei Dachfenster in der Wohnung austauschen müssen. Das ist das Allgemeineigentum, das heißt, eigentlich muss es die Hausverwaltung bezahlen, aber das muss halt dann beschlossen werden bei der Versammlung und so weiter und wir hatten halt keinen Bock zu warten. Deshalb haben wir es einfach selber getauscht auf eigene Rechnung und schauen mal, ob wir irgendwie noch Geld zurückbekommen, aber wahrscheinlich nicht. Aber uns war es halt wichtig, an der Stelle halt schnell agieren zu können. Haben wir einfach gesagt, komm, wir zahlen es, probieren, was wir bekommen. Wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, dann halt nicht. Drei Fenster, hier war alles verschimmelt außenrum und vergammelt. Das Problem war, dass hier seitlich so kam so das Wasser rein. So hier so neben dem Fenster irgendwie. Also neben dem Fenster hat so das Wasser reingedrückt, dann ist hier so reingelaufen, dann war das ganze Fenster innen verschimmelt und vermoost und konnte man nicht mehr richten, war vorbei. Da haben wir für drei Dachfenster 3.500 bezahlt, nur die Fenster und nochmal 1.500 etwa für den Einbau, also in Summe 5.000 Euro nur für die Dachfenster tauschen mit Ausbau, Entsorgung und Einbau, ist schon echt viel, muss ich sagen, weil halt das Austauschfenster sind. Das heißt, so wie so bei einem alten Auto oder so, kriegst du noch ein Ersatzteil bei, das passt halt genau rein. So auch hier bei dem Fenster, du kannst halt das Fenster tauschen, das passt wieder genau rein. Aber wenn du ein neues Dachfenster nimmst, das passt halt nicht richtig. So wurde es uns zumindest gesagt. Wenn ihr noch eine Möglichkeit habt, wie man da billiger an neue Fenster rankommt, sagt mir gerne Bescheid, würde ich mich echt über euren Tipp freuen. Was noch? Hier ist schöner Parkett drinnen. Hochwertiger Echtholz-Eichenparkett, kostet 70 Euro pro Quadratmeter im Einzelhandel und ja, den bauen wir mal gerne ein. Aber bevor der reinkam, musste natürlich auch einiges raus. Hier war Linoleumboden drin, das ist so Plastikboden, so verklebt, richtig hässlich und ekliger Plastikboden, wie man so kennt aus der Schule oder so. Der wurde entsorgt, rausgemacht und dann ist halt so uneben alles, dann wurde Ausgleichsmasse reingemacht, damit alles schön glatt ist, dann kommt Trittschall rein und auf den Trittschall kommt dann der Parkett eben drauf, wie er jetzt hier da liegt und schön glänzt in seiner Schönheit und die Sockelleiste natürlich auch neu. So, das war jetzt so die Bodenarbeiten. In dem Arbeitsschritt wurden auch noch die Wände gestrichen, alle neu, also nicht neu tapeziert, sondern nur neu gestrichen im wesentlichen Bereichen und hier am Fenster wurde auch die Rigipsverkleidung komplett neu gemacht und auch neu tapeziert und gestrichen. Und hier wurde auch noch ein paar Sachen gestrichen. Hier gibt es noch so eine Liege oder Chill-Area da oben, Chill-Out-Area. Die wurde noch neu gestrichen und da waren wir so bei 5.500 so Material- und Arbeitskosten, beziehungsweise nur alle Materialkosten außer dem Boden, der kam noch mit dazu. Da müsst ihr aufpassen, da ist mir ein kleiner Fehler passiert, muss ich zugeben. 47 Quadratmeter Wohnfläche haben wir hier und ich habe halt Boden für 47 Quadratmeter hierher bringen lassen in die Wohnung zum Verlegen. Und die Wohnfläche ist natürlich 47 wegen der Dachschräge. Zählt ja nicht bis ganz außen, aber
Dadurch, dass halt die Dachschräge da ist, hast du halt Boden bis außen. Und jetzt die Bodenfläche ist halt größer als 47, die war dann irgendwie 60 oder so, keine Ahnung. Und dann haben wir halt zu wenig Boden hier gehabt. Und dann musste nochmal Boden nachgeliefert werden, haben wir aber alles hinbekommen und jetzt passt es eigentlich. Das ist halt 5.500 dieser Arbeitsschritt plus halt quasi Material für den Boden. Also was haben wir hier? Bodenmaterial kosten. 4.500 nochmal extra für Boden und Sockelleiste etwa dazu. Schon teuer echt gewesen hier alles. Dafür, dass es eigentlich so ein neues Baujahr war. Weiter geht's im Badezimmer. Das war auch bei den Kosten übrigens mit dabei, was ich jetzt euch zeige. Ja, das war die Entsorgung von den alten Sanitärgeräten hier. Also das Waschbecken wurde entsorgt, Toilette wurde entsorgt und auch hier die Dusche wurde entsorgt und neu eingebaut. Das haben wir einfach komplett neue Armaturen, schön hochwertiges Zeug hier eingebaut. Das macht einfach einen guten Eindruck. Bei den neuen Hans-Grohe-Häden ist halt auch ganz lustig, in der Mitte ist aus, also kalt, sorry. Weil die stehen ja immer auf der Mitte, die Häden. Normalerweise, und dann kommt halt immer ein bisschen warm mit, aber dadurch, dass es jetzt halt in der Mitte kalt ist und nur links heiß, spart man halt ein bisschen Wasser und wäscht halt sich kalt die Hände. Hier schöne Regendusche eingebaut und Heizkörper schön lackiert und alle Silikonfugen schön neu gemacht. Genau, also macht eigentlich einen soliden, guten Eindruck und gefällt mir eigentlich doch, ist gut. Hier ist das Schlafzimmer noch. Auch hier mit einem schönen Dachfensterchen. Genau, auch alles schön neu hier gemacht. Ein Dachfenster mit Rigipsverkleidung, neu tapeziert außenrum und neu gestrichen. Neues Dachfenster, nagelneu, Baujahr 2021. Und jo, alles andere halt auch neu, so wie im Rest von der Wohnung auch. Jo, das waren jetzt so die wesentlichen Sachen. Es gibt noch eine Sache auf dem Balkon, die wir gemacht haben. Ich zeige euch das mal. Hier waren so Fliesen. Hier waren Fliesenboden. Und der Fliesenboden war auf so einem Estrich und es war echt ruppelig und lockere Fliesen und sah echt nicht schön mehr aus. Und da haben wir einfach neuen Holzboden jetzt drauf gemacht. Also hier ist einfach ein schöner Echtholzboden, der graut so aus mit den Jahren, also eine Haltbarkeit von etwa 10 Jahren und schaut halt einfach ein bisschen natürlicher und gepflegter aus, als es vorher war. Und man kann jetzt hier schon die Aussicht jetzt genießen. Kostenpunkt von dem Boden hier um die 2.000 Euro Entsorgung, Neueinbau. Also es war sicherlich kein Schnäppchen hier. Wir haben auch ehrlich gesagt nicht viel die Preise verglichen, sondern einfach hier versucht, schnellstmöglich das durchzuknallen, ja, durchzusanieren, renovieren. Sanieren war es ja nicht, renovieren. Und dementsprechend war es auch ein bisschen teurer. Jetzt habe ich mal kurz zusammengerechnet, wie teuer alles war hier, die Renovierung. Also wir sind jetzt hier bei grob 20.000 Euro gewesen, Renovierungskosten, was halt schon ein ordentlicher Batzen ist, muss ich echt sagen. Ich habe jetzt überschlagen 15 gehabt, ehrlich gesagt, das habe ich berechnet, es waren 20, schon viel, aber wir haben halt hier auch sehr hochwertiges Material eingebaut, wir haben Echtholzparkett, Eiche, wir haben nagelneue Dachfenster und auch, was wir auch immer noch machen, ganz am Ende von jeder Renovierung, ich zeige euch mal das noch hier drin, ganz neue Steckdosen immer, hochwertigen Jungdosen nehmen wir da, alle Steckdosen werden neu ausgetauscht, alle Lichtschalter, alles, das ist halt einfach einen neuen Elektrikeindruck auch noch hinterlässt. Die Elektrik unter der Wand war sehr gut und noch neu, das ist ja ein 90er Baujahr, da muss man in der Regel nicht dran und dementsprechend kann man die Dosen auch lassen, aber es sieht halt einfach geil aus, wenn man da neue hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu der Wohnung, was wir hier so gemacht haben, wie wir es gemacht haben oder auch vielleicht irgendwelche Tipps gerade zu den Dachfenstern, wie wir da ein bisschen Geld noch sparen können, sagt mir Bescheid. Ich freue mich auf euren Advice und wünsche euch viel Erfolg. Ciao!